Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. So, ja, wir gehen immer noch nicht in den Feuertempel, weil ich habe jetzt beschlossen, ich will nach Kakariko und ich will gucken, ob ich das nicht irgendwie hinkriege, dass ich im Endeffekt, ja, hast du nicht gesehen hier, ne? Will ich eigentlich nicht, aber was willst du tun? Da fällt mir ein, ich wollte noch was gucken, genau. Marktplatz habe ich. Oh, ich habe auch alle Skulltulas am Marktplatz. Das ist sehr schön. Der Todesberg noch nicht, aber da waren wir auch noch nicht drin. Da ist noch mindestens der Dungeon. Zoras Reich. Da weiß ich gar nicht, was fehlt. Da muss man mal gucken. Wahrscheinlich irgendwas als Kind oder so. Oder irgendein Fisch wahrscheinlich, tippe ich mal. Halt die Fresse. Ja, ja. Sei still! Ich bin schon weg! Das ist eigentlich ganz schön traurig, dass die ganzen Bewohner hier zu Leichen geworden sind. Zu bösen Mumienleichen. Ich meine, die kommen ja irgendwo her, diese Leichen. Und im Endeffekt ist das halt einfach... Ja, hast du nicht gesehen. Das sind halt einfach die Bewohner von dem Dorf. Die da halt einfach gestorben sind wahrscheinlich, tippe ich mal drauf. Also, ich meine, man muss sich auch Gedanken machen, wo diese Viecher herkommen. Und, das waren wahrscheinlich früher mal Menschen. Jetzt sind es keine Menschen mehr. Jetzt sind es irgendwelche abgeschlachteten, niedergemetzelten Viecher. Ja. Der Hahn hat gekräht und pünktlich zum Morgen wird es Zeit, unser ganzes Erspartes rauszuhauen für ein Minispiel, das ich jetzt schon hasse und verachte. Ich will mal gucken, ob ich das hinbekomme. Es kann durchaus sein, dass mir das nicht gelingt. Wie gesagt, wir haben jetzt 500 Rubine und ich werde nicht mehr speichern, sondern wenn die 500 Rubine... Hoppala. Wenn die 500 Rubine verschwinden, ja mein Gott, dann lade ich neu und verprasse sie noch einmal. Ich muss dieses Minispiel irgendwie schaffen. Willst du ein Spielchen wagen? Das kostet nur 20 Rubine. Okay! Das hier ist doch was für echte Kerle. Berühmteste Schießbude, bla 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 bla. Okay, ab geht's. Nein! Nein! Scheiße. Okay, ich muss versuchen. Was? Wieso spawnt er erst so spät? Jetzt kommen die Roten. Nein! So knapp! Ja, okay. Wie ist denn das? Kriege ich eigentlich das Geld? Nee, man kriegt das Geld nicht mehr. Das ist so asozial von dem. Okay! Was? Das war ja so gut wie nicht möglich! Okay. Die Hitbox von den... Oh. Nein! Die Hitbox von den Teilen ist teilweise groß und teilweise klein. Nein! Das war zu spät. Ja, ja, ich weiß. Was geht eigentlich? Nein! Nein! Okay. Nein! Nein! Oh Gott, das war schlecht. Das war so dumm von mir. Ich habe in die falsche Richtung gelenkt. Was? 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 Oh Gott, diese Scheiß... Steuerung. Das war schlecht von mir. Okay, das ist total einfach. Die langsamen sind auch... Oh, das wird noch so viel Geld kosten. Ich werde das, glaube ich, so oft machen. Das Coole ist, man kann das Spiel sehr, sehr schnell machen. Okay, das habe ich. Ich weiß nicht wie. Habe ich auch? Was? Nein! Den habe ich. Ich habe 3 Pfeile. Das ist der letzte. Yes, ich hab's! Das ging ja voll schnell, wieso auch immer.
Ich bin begeistert! Klasse, göttlich! Okay! Hier, nimm dieses einzigartige Präsent an dich! Ja, ach, geil! Das ist cool, den nehme ich mit. 10 Pfeile mehr, sehr schön, dankeschön. Cool, kriegt man da sonst noch was? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil ich dieses Minispiel scheiße finde, werde ich jetzt erst googeln, was man kriegt, wenn man es nochmal gewinnt. Aber normalerweise in Ocarina of Time kriegt man nur einmal was und danach nichts mehr. Schießbude Ocarina of Time. Schießbude Zelda Penyo. Oh fuck. Jedes Mal 50 Rubine, wenn man es nochmal schafft. Oh Gott, als Kind müssen wir das auch nochmal machen. Ja, okay, dann weiß ich auf jeden Fall schon, was ich machen muss. Das ist aber cool. Das ist, ja, das ist cool. Das machen wir halt. Das war's, ne? Aber okay. Das ist cool, wenn man das gewinnen kann. Wir gehen jetzt mal zurück und werden wieder ein Kind und dann gewinnen wir dieses Ding hoffentlich noch einmal. No, jetzt hatte ich mich so gefreut, dass ich das... Halt, bevor irgendwas passiert, wird das gespeichert, dass ich dieses Ding geschafft habe. Oh Mann, ey. Ja, das kleine Kind kriegt nur eine Erweiterung der Munitionstasche, also nichts Besonderes. Ich finde das gut, dass ich das jetzt in, weiß ich nicht, vier Minuten oder so geschafft habe. Ja, 5 Minuten. Wir haben dieses Ding. Das ist ein beschissenes Minispiel. Ich hoffe ja, dass ich die restlichen Minispiele heute in diesem Part auch noch wegkriege. Weil die möchte ich alle noch vorher machen. Also Link, du wirst als kleiner Babypimpf, wirst du jetzt vieles zu tun haben. Weil du machst jetzt alle Minispiele. Ich weiß gar nicht, hat sie nur in der Nacht auf? So. Mal 15 Schuss. Die Rubine bewegen sich in bestimmter Weise durch die Schießbude. Wird es knapp und man verfehlt nur 1 oder 2 Rubine, darf man das Spiel wiederholen. Ich hoffe ja mal, dass dieses Spiel, weil es früher verfügbar war, ein bisschen einfacher ist. Es wäre ziemlich nice. Ich will nicht so viel Geld ausgeben. So. Ist es jetzt klug zu speichern? Ne, ich speichere als Kind noch nicht nochmal, weil wenn ich resette, dann starte ich als großer Link hier in der Zitadelle, kann gleich zum Kleinen werden und zur Schießbude rennen. Würde ich hingegen... Navi, bist du dumm oder so? Ja, yo, bin ich! Dubstep Navi! Jedenfalls, ist mal deutlich schneller. Ich möchte mit dir reden. Hör mich dein Spielchen wagen, es kostet dich nur 20 Rubine. Okay! Das ist doch was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Schieße mit B. Fertig. Dann los. Na, einen haben wir ja schon mal. Wow, die Ansicht ist ja voll krass. Okay, die haben wir. Die haben wir auch. Oh, das war jetzt böse, aber ich weiß nicht wie. Jetzt kommen die Roten. Ding geschafft. Yes, im ersten Versuch. Ja. Oh, es ist gut, nie wieder Schießbude. Außer mit Majora's Mask, das wird brutal. Aber das hat ja noch wahrscheinlich so ungefähr ein Jahr Zeit oder so, also da habe ich noch ein bisschen Schonfrist. Hier. Yeah, wir kriegen die Munitionstasche. Jetzt können wir 50 Kerne tragen. Das ist sehr schön. Damit gehen wir hier. Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ey, dann haben wir ja noch voll viel Zeit, glaube ich. Ich muss mal nachgucken. Wir haben noch 9 Minuten. Oh, das ist doch super. Also 10 Minuten haben wir noch locker. Wo sind die anderen Spiele? Ich weiß es nicht. Das sind Läden. Das sind alles Läden. Wo sind die anderen Spiele? Sind die in der Seitengasse? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die jemals gewonnen habe. Ey, was ist? Was ist schlimm daran, den Tag über rumzuhängen, Kleiner? Was willst du, Alter?
Komisch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Ja, eine Tür für die Nacht. Ich habe einen Bart und ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, gell? Wow, er hat echt einen Bart. Krass. Wo war die Schießbude? Bin ich jetzt blöd? Achso, der hat diesen geheimen Tipp mit der Feenquelle. Ah, das ist das Haus von der Alten, da wollen wir nicht hin. Wobei, ist das Haus im Moment leer, weil die ist ja draußen, ne? Ja, Haus leer. Gehen wir gleich wieder raus, nichts Besonderes gesehen. Sehr schön. Boah, die Schießbude. Diese Türen lassen sich nicht öffnen. Ah, da war doch nicht die Schießbude. Wo war denn die Schießbude? Bin ich denn jetzt blöd? Ja, ich bin wahrscheinlich blöd, deswegen gehe ich auch gleich nochmal hier, zum Spiel- und Spaßabend. Ups, das war nicht, was ich wollte, egal. Ich will hier eigentlich gar keine magische Energie aufladen. So ist das doch viel schöner, es kostet keine magische Energie. Übrigens hat es einen Vorteil aufzuladen. Und zwar, wenn man voll auflädt, dann hat man einen größeren Radius, wenn ich mich nicht täusche. Ja, okay. Es ist nicht so viel, wie man kriegen kann. Ich glaube, wie gesagt, 80 habe ich hier, glaube ich, mal gekriegt. So ungefähr. Aber da braucht man, glaube ich, schon extrem viel Glück. Na, das ist doch super. Okay, da war natürlich wieder nix. Da war auch wieder nix. Naja, 412, das ist doch... Wir haben mal angefangen, 380. Naja, 32, mein Gott. Diesmal machen wir erstmal die Kisten kaputt, weil vielleicht... Na, das war fast Kiste kaputt machen. Ja, die droppen ja auch sau viel. Oh Gott. Naja, wenigstens hast du ihn nicht angesprochen. Du hast vielleicht nicht viel erreicht, aber dafür muss man dich loben. So, ich mach das jetzt mal. Ich mach jetzt hier mal richtig krass. Maximum Energy Attack. Geh ich da rein und... Boah! Ey, die ist ja mal mega geil, ey. Immer in Zukunft immer. Die gefällt mir voll. Maximum Energy Attack. Cool. Ich meine, sie hat auch nicht mehr gebracht. Ach, sie ging sau schnell, ey. Und da kamen sogar Rubine raus. Wow. Naja, ging. Ging. Das ist nicht so viel, wie ich gerne hätte. Aber wenn ich das jetzt noch zwei, dreimal mache, dann habe ich voll gefarmt. Dann kann ich wieder speichern, dass ich auch... Oh ja, richtig. Oh ja, richtig. Speichern, speichern, speichern. Dass der Spielfortschritt nicht verloren ist. So. Wie üblich. Mit Nei. Statt nur vorbei. Nice. Ich meine, ich habe eh immer zu viel magische Energie. Da kann ich das hier auch alles gleich mitnehmen. Und 470 ist halt schon verdammt. Ich glaube, das hängt echt so ein bisschen davon ab, wie viel... Ja, es ist Zufall. Es ist, glaube ich, Zufall. Es hängt nicht davon... Achso, das war kein Rubin, das war das Fenster. Dachte ich gerade, ich hätte hier tatsächlich einen Rubin verloren. Das wäre natürlich gar nicht gegangen. Aber hier kann man auf jeden Fall cool die Wirbelattacke üben. Ja, und wie üblich. Stirb 1, stirb 2. Ups. Stirb 3. Aha, ich wusste es. Niemand kann sich vor mir verstecken. Selbst ich selbst nicht. Hab das schon oft versucht, Versteckspiel mit mir selber. Es geht nicht. Okay. Gut, ein letzter Angriff noch mit dem Ding. Dann haben wir auch volle Energie, glaube ich. Und, boah, wie der kommt, sogar der Controller vibriert. Krass. Können wir die Attacke abbrechen? Nö. Okay, 500 und ich bin weg. Tschüss. So, jetzt wo ist denn der? Er ist nicht in Kakariko.
Ja, ich glaube, es muss Nacht sein. Nee. Boah, ey, der Lichtstrahl. Nice. So, jetzt müssen die doch... Es sind doch noch zwei Spiele. Es ist dieses Krabbelminen-Spiel, wo ich auch nichts auf die Reihe krieg, wahrscheinlich. Weil ich noch nie Krabbelminen benutzt habe. Hier drin war das auch nicht, oder? Autsch. Doch, es war da drin, oder? Ja, es war wirklich da drin. Hm. Okay, einmal speichern. Oh, das ist dumm hier. Ja, egal. Ja, als Link muss man halt den ganzen Weg laufen, aber okay. Das jetzt soll jetzt mal nicht so schlimm sein. Was? Ey, ein Kunde. Willkommen auf der bombigen Minenbowlingbahn. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was man hier gewinnt, das bleibt zunächst mein Geheimnis. Punkt. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlt hast. Ein Spiel kostet 30 Rubine. Willst du? Okay! Zieh auf das Loch in der Mitte und schicke eine Krabbelmine los. Du hast 10 Versuche. Fertig? Los! Oh, das hätte ich fast vergessen. Das hier kannst du gewinnen. Oh, ich will! Start! So. Wir müssen hier die Mitte treffen. Oh, fuck. Ich wusste nicht, dass man die hinlegen muss. Eins. Oh Gott, ein Huhn? Das ist ziemlich gemein. Oh, fuck. Das Scheißviech will natürlich überleben. Und jetzt ist es verwirrt. Seriously? Oh, shit. So, jetzt aber! Haha! Bumm! Und was müssen wir jetzt treffen? Was? Ein Riesenhuhn! Ist das so eine Art Verarsche? Wie soll das gehen? Was? Was? Okay. Ich warte, bis er in der Mitte ist. So, Nummer... Ja, da schaffe ich es durch. Yes! Ha, im First Try! Wie geil! Schön. Wir kriegen das Herzteil und ich gucke wieder nach. Wobei, das hat eigentlich Spaß gemacht, dieses Minispiel. Na, was gibt's denn in Ocarina of Time noch so für Minispiele? Warte mal, da gibt's da bestimmt noch... Ein Herzteil! Haben wir 4 gesammelt, kriegen wir 1 mehr. Will ich nochmal spielen? Nö. Dann eben nicht. Amulett in Ocarina of Time, genau. Ich möchte eigentlich nur Ocarina of Time. Minispiele. So, es gibt folgende Minispiele. Schatz... Ah, das gibt's noch, genau. Pferderennen haben wir gewonnen, glaube ich. Den Gerudo, den kennen wir noch nicht. Das sind, ja, Bosskämpfe gibt's natürlich. Die, okay, die Schießbude haben wir geschafft. Das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Was, das gibt's zweimal? Wow. Wow, okay, dasselbe Minispiel ist zweimal verlinkt, weil eigentlich heißt es in der Zelda-Reihe immer so und in Ocarina of Time heißt es halt mal anders. Wow. Wow. Ne, ernsthaft, wow. Ja, speichere ich auch mal. War jetzt nicht mein Ziel, aber egal. Ja, aber das war cool im First Try. Das ist... Aber das ist auch ein cooleres Spiel. Ach, die darf man hier gar nicht einsetzen, außer wenn es... Oh, das ist ja böse. Gut, okay, wo ist denn die... Weil das ist eigentlich, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das so mal versuchen will. Weil dieses Spiel kann man sich später unfassbar einfach machen. Soweit sind wir aber noch nicht vom Story-Fortschritt. War das hier das, was ich suche? Sieht mir nicht so nach einem Minispiel aus. Ach, du bist der Typ mit dem Bart.
Ja, ich bin der Typ mit dem Bart. Ja, die Hunde lieben die Nacht. Ich weiß, das hast du mir heute Mittag schon gesagt. Weißt du noch? Ja. Die Leute reden nicht so viel mit mir. Ich hab das alles gewusst. Ich weiß gar nicht. So, hier geht's doch nach links, ne? Dann war das wahrscheinlich hier das andere. Nein! Hä? Wo? Hä? Bin ich denn blind? Ach, da oder was? Das wäre ja wieder typisch. Halt echt! Okay, das hier ist die Truhenlotterie. Erzähl mal was. Öffne eine Truhe und voilà! Findest du einen Schlüssel, darfst du den nächsten Raum betreten. Links oder rechts, probier's aus. 10 Rubine pro Spiel, machst du mit? Nö. Na gut, dann eben nicht. Moment. Speichern. Ich bin echt am Überlegen. Will ich das jetzt versuchen? Ja, wir versuchen mal unser Luck. Ja. Wir haben den Schlüssel zur ersten Tür erlangt. Jetzt kommen wir in den neuen Raum und müssen auswählen, welche von beiden ist richtig. Man weiß es nicht. Ja, dieses Spiel ist, wie gesagt, das wird später. Ich werde das vielleicht ein, zweimal versuchen. Ich glaube, ich werde das einmal versuchen, wenn ich es dann nicht geschafft habe, noch einmal. Und, oh, sehr schön. Da wäre ein Rubin drin gewesen. Man muss halt hier raten, aber wie gesagt, später ist dieses Spiel unfassbar viel einfacher. Das war falsch. Ja. Schade. Und, ja, wie gesagt, ich versuch's noch einmal, weil ich so lustig bin. Vielen Dank. Achso, ich muss jetzt raus. Du bist so lustig. Das Coole ist, das ist eine gute Möglichkeit, später 50 Rubine zu farmen. Ja, ja, wir kriegen hier den Schlüssel, damit kommen wir in den nächsten Raum. Da sollen wir eine neue Schatzkiste auswählen. Ich versuch's jetzt nochmal hier unten, dann nochmal. Oh, komm. Jetzt verliere ich eh. Nein, verliere nicht. Hä, okay. Dann versuche ich es jetzt nochmal unten. Das wäre ja ziemlich lächerlich, wenn das nicht zufallsgewürfelt wird. Das muss ein Rubin sein. Nein! Okay. Ja, dann gehe ich halt weiter. Jetzt ist es bestimmt oben. Weil das ist doch nicht dreimal unten. Nein! Oh! Schade. Okay, jetzt bin ich aber interessiert. Jetzt will ich das wissen. Jetzt versuche dreimal unten, ob das wieder richtig ist. Weil wenn ja, wäre das ziemlich lächerlich, weil man per Trial and Error einfach durchkommt. Das glaube ich nicht. Das bringen die nicht. Das bringen die nicht wirklich. So. Der sagt gar nicht... Okay! Schade, von dem hätte ich mich gefreut, weil der sieht so total bekifft aus und so. Und jetzt kriege ich einen Rubin, wetten? Weil es einfach zweimal Zufall war. Ja. Scheiße. Schade. Okay. Wir machen das Spiel wann anders. Es gibt einen super Zeitpunkt, um dieses Spiel zu machen. Aber der ist nicht jetzt. Ich glaube auch, warte mal, ich muss mal hier den Browser wieder minimieren. Genau, wir sind bei 23 Minuten. Daher würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin, Servus!